Hallo YouTube, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute geht es um ein etwas spezielleres Video. Und zwar, heute möchten wir mit euch zusammen etwas umbauen. Tja, ihr habt es ja gelesen, sonst hättet ihr nicht draufgeklickt. Es geht natürlich um eine MacLite, um eine alte MacLite, mit den zwei Batterien, die 2D-MacLite, hier in Blau. Aber vorher möchte ich mit euch über, sagen wir mal, Harley-Davidson reden. Aus rationalen Gesichtspunkten ergibt es eigentlich keinen Sinn, heute im Jahr 2020 eine Harley-Davidson zu fahren. Harley-Davidson-Motorräder, sagen wir mal eine Fatboy zum Beispiel. Das ist ein großes, schweres Motorrad, das hat einen sehr, sehr großen Motor, der extrem viel schluckt, aber ziemlich wenig Leistung bringt. Er ist laut. Altes Eisen aus Milwaukee. Es ergibt eigentlich viel, viel mehr Sinn, sich eine moderne Honda zu kaufen. Oder eine moderne BMW oder eine Kawasaki. Die haben kleinere Motoren, die viel mehr Leistung bringen, viel, viel weniger verbrauchen, weniger kosten. Eigentlich in allen Punkten sind diese Motorräder einer Harley-Davidson überlegen. Punkt. Aber nichtsdestotrotz macht es unheimlich viel Spaß, eine Harley-Davidson zu fahren. Es ist richtig cool, es gibt kein vergleichbares Gefühl, eine Harley-Davidson zu fahren. Und so sehe ich das auch mit MacLite. Es gibt rational gesehen keinen Grund, im Jahr 2020 eine MacLite zu besitzen. Hier, wie gesagt, das alte Modell mit einer Glühbirne. Hier 2D-Zellen drin. Die gibt es bis zu 6D-Zellen. Richtiger Totschläger. Die verbraucht ziemlich viel Strom, bringt ziemlich wenig Lichtausbeute. Aber trotzdem, eine MacLite ist was Cooles. Aber wie gesagt, fürs Jahr 2020 eigentlich nicht mehr passend. Aber sowohl Harley-Davidson, und da schlage ich jetzt die Brücke wieder, als auch MacLite sind nicht ganz verloren. Harley-Davidson hat sich überlegt, wir holen unsere coole Harley-Davidson und bauen einen coolen Elektromotor rein und hübschen das ganze Bike auf, bringen das Ganze ins Jahr 2020. Die Lightwire. Richtig geiles Bike, extrem, wirklich super geil. MacLite bietet mittlerweile auch LED-MacLites an. Das ist jetzt der Brückenschlag, Elektromotorrad zu LED-Technik, die wesentlich sparsamer ist und wesentlich mehr Lichtausbeute bringt. Aber es geht ja auch immer ein bisschen um Nachhaltigkeit. Denn natürlich könnte ich jetzt sagen, mein Gott, Arschlecken, diese Lampe ist 20 Jahre alt, ich kaufe mir jetzt eine, wenn es unbedingt eine MacLite sein muss, eine aktuelle MacLite mit LED-Technik. Könnte ich, aber diese MacLite ist ja noch gut. Deswegen gibt es diese Umrüstkits. Kann man das lesen? Hier von der Firma Light Express. Es gibt verschiedene Firmen, die es anbieten. Ich habe mich mal so ein bisschen reingelesen und die Light Express Umrüstkits sollen wohl die besten sein. So der Tenor im Internet. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Im Prinzip ist es ganz simpel. Ich hole die Glühbirne aus der MacLite raus, setze diese LED ein, inklusive des Rings. Und schon habe ich meine alte MacLite umgerüstet. Bringt mir den Vorteil, wir haben bis zu 278 Lumen Lichtausbeute, Helligkeit. Also massiv mehr Helligkeit als die alte olle Glühbirne, die hier drin steckt. Das wirklich nur eine bessere Kerze ist. Und die Batterien werden geschont, die sollen auch deutlich länger halten. Diese MacLite ist jetzt seit Jahren nicht mehr in Betrieb, wirklich seit Jahren. Denn wie gesagt, es war nur eine bessere Kerze mit dem hohen Stromverbrauch. Deswegen probieren wir das jetzt mal aus. Ich würde sagen, ich packe jetzt mal diese LED hier aus. Mal gucken, ob ich eine Schere brauche oder ob es so geht. Aber ich denke, es könnte schon so gehen. Aber ich hasse diese Blisterverpackungen. Die sind so ätzend zum Öffnen. Also warum sich im Jahr 2020 immer noch Hersteller hinstellen und diese Blisterverpackungen hier verbauen, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Denn sind wir mal ehrlich, Fernabsatzgesetz, ich hätte ja auch das Recht, dieses Ding wieder zurückzuschicken. Und dann kann der Hersteller entweder hingehen, das Ganze neu verpacken oder das Ding in die Tonne kloppen. Oh, finde ich zum Kotzen. So, aber nichtsdestotrotz kriege ich sie befreit. Hier ist das gute Stück. So sieht das aus. Einfach eine Fassung mit einer LED statt einer Glühbirne und ein spezieller Schraubverschluss,
Der soll wohl für die Fokussierung besser sein. So, das Ganze ist schnell getauscht. Ich zeige euch das ganz schnell. Wir schrauben einfach die MacLight vorne auf. Dann kommt uns schon hier die Birne entgegen. Ihr seht das hier wirklich oldschool, eine Glühbirne. Die schrauben wir einfach raus. Da ist so ein Ring. Ein Ring, mit dem die Glühbirne gehalten wird. Den drehen wir, drehen wir, drehen wir. Zack, und dann können wir beides rausnehmen. Ich zeige euch das mal im Vergleich. Hier, ihr seht das, das ist die alte Glühbirne und der alte Ring. Mal schauen, ob da eine Leistungsangabe auf der Glühbirne steht. Nein, keine Leistungsangabe. Gut, in umgekehrter Reihenfolge geht es dann nochmal weiter. Wir holen einfach die LED, stecken die da rein, wo vorher die Glühbirne drin war, den neuen Ring drum, Schrauben zu. Im Prinzip soll es das gewesen sein. Ja, aber jetzt stoßen wir hier schon auf das erste Hindernis, denn dieser Ring möchte hier nicht draufgedreht werden. Na doch, er hat sich ein bisschen gewehrt, alles gut. Er passt drauf. So, das war's. Wie gesagt, das Ganze oben wieder zudrehen. Den Kopf drauf. Bei der Gelegenheit, wenn ihr, viele haben ja so alte MacLights irgendwo rumfliegen. Bei der Gelegenheit gönnt dem Ganzen nochmal ein bisschen Wasser. Macht ein bisschen Vaseline auf die Gewinde, ein bisschen Schmierfett. Und dann flutscht das Ganze auch wieder. Denn ähnlich wie bei besagter Harley-Davidson sind auch die Fertigungstoleranzen bei MacLight nicht die allerbesten. Aber das macht nichts, das tut der Robustheit keinen Abbruch. Ich habe mir jetzt nochmal D-Zellen besorgt. D-Zellen sind im Geschäft tatsächlich schweineteuer. Da war ich richtig überrascht, denn Batterien sind ja allgemein relativ billig geworden in den letzten Jahren. Aber D-Zellen scheinen wirklich ein Exot zu sein. Also so im Aldi, Lidl habe ich die gar nicht gefunden. In so einem normalen Geschäft, Rewe oder sowas, sind die echt teuer. Aber bei Amazon gibt es die wirklich deutlich, deutlich, deutlich günstiger. Und vor allem, wenn man so eine Lampe wirklich öfters benutzt, irgendwie zur abendlichen Gassi-Geh-Runde oder sowas, dann lohnt sich da auch ein paar mehr zu holen, ein paar mehr zu kaufen. Gibt es um 12er und 24er Pack. Und dann werden die wirklich billig. Halten, glaube ich, 5 Jahre oder sowas. Oh, die hält sogar 10 Jahre. Energizer halten 10 Jahre. Ganz witzig bei den alten MacLights ist, die haben hinten im Schraubverschluss, haben die ja noch diesen Schaumstoff. Das heißt, in diesen Schaumstoff können wir jetzt eigentlich die alte Glühbirne tun. Für den Fall der Fälle, dass wir irgendwann mal irgendwo stehen und nicht weiterkommen und die LED kaputt ist. Und dann haben wir immer noch ein Ersatzleuchtmittel. Ja, und dann schrauben wir das Ganze wieder zu. Einfach Deckel hinten drauf. Die Feder steht natürlich ganz schön unter Spannung. Man muss das Gewinde auch richtig treffen. Wie gesagt, Fertigungstoleranzen sind in Amerika nicht immer so super cool. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben jetzt die LED vorne drin und dann schauen wir mal, ob sie denn auch leuchtet. Und sie leuchtet. So, natürlich könnt ihr euch jetzt nichts vorstellen, ob das hell oder dunkel ist. Deswegen switchen wir gleich mal um in die Nachtaufnahme und dann zeige ich euch auch noch den Vergleich mit der anderen MacLight, die ich noch hier habe, die noch auf die Glühbirne setzt. So, ich bin jetzt quick and dirty auf meinem Balkon. Ich wollte zuerst runter in den Garten leuchten, aber das hat gar nicht funktioniert. So, dass ihr jetzt auch was seht und nicht nur meine Stimme im Dunkeln hört. Das hier ist die alte MacLight mit der Glühbirne. Ihr seht, ich kann einen Punkt fokussieren, ich kann ein bisschen aufziehen. Komm, wir leuchten mal hier ein bisschen rum. Also ihr seht gar nicht so schlecht auf diese Entfernung. Wir leuchten jetzt mal ein bisschen rüber, 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 rüber. Hier ist meine Garage hier unten, die seht ihr schon nicht mehr. Ich sehe die jetzt hier noch relativ gut. Könnt ihr jetzt mit dieser Lampe vergessen. So, dann gehen wir wieder zurück auf den Ursprungspunkt. Hier haben wir wumm, die umgerüstete MacLight auf LED. Auch hier können wir fokussieren oder aufziehen.
Das funktioniert gut. Gehen wir rüber. Nein, nein, nicht so lang, nicht so schnell. Hier, ihr seht den Strauch hier, den erkennt ihr auch. Dann gehen wir mal auf die Garage. Und ihr erkennt direkt, da ist eine Garage. Das haben wir eben überhaupt nicht gesehen. Ich mache jetzt mal nebendran das Licht der alten MacLight. Also ihr seht, was für ein Riesenunterschied. Wahnsinn. Jetzt hole ich zum Vergleich mal noch meine kleine MacLight Mini, die schon von Haus aus auf LED ist. So, das hier ist meine MacLight Mini. Also ihr seht, ein richtig geiles, großes Licht. Sie ist halt schon von Haus aus auf LED. Wir gehen hier rüber, ihr seht den Strauch auch schön ausgeleuchtet. Und auch die Garage seht ihr gut. Und jetzt kommt nebendran die umgerüstete MacLight im Punktfokus. Jetzt wird es schwierig, jetzt hole ich die einem, versuche ich hier mal ein bisschen aufzuziehen. Ja, ihr seht, dieser Punkt in der Mitte, dieser dunkle Punkt, den man früher ja kannte von MacLights, der bleibt bei der alten, also bei der umgerüsteten. Den hat hier die Mini MacLight nicht, aber ihr seht vom Lichtbild her sind die ähnlich, aber ihr seht, wie gut diese kleine Mini MacLight ist. Und jetzt gehen wir mal noch weiter in den Garten nach rechts. Hier jetzt einfach die umgerüstete MacLight. Ihr seht, ich fokussiere, ihr seht den Baum. Super. Und hier mit der Mini MacLight. Umgerüstete MacLight 2D. Mini MacLight. Also ihr seht, die sind tatsächlich gleichwertig, obwohl sie so einen riesen Größenunterschied haben. Aber beide machen sie ein schönes Licht und viel mehr erkennt, gibt die Kamera jetzt nicht mehr her. Aber ich kann euch sagen, der Garten wird schön ausgeleuchtet. Okay, das war's schon. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.